Ich bin eine Instanz. Ja, aber wenn ich Sie weiter beschäftige, dann müsste ich stattdessen drei junge Redakteure rausschmeißen. Familienväter. Alleinerziehende Mütter. Oh, mir kommen so die Tränen, wirklich. Ich bin auch arm. Ich bin seit 25 Jahren Musikkritiker. Ich habe keinen anderen Beruf. Zuerst mal wollte ich generell so die Geschichte erzählen von einem Mann, der seine Arbeit verliert und so eine Wut bekommt, dass er sich wehrt und beginnt, verbotene Sachen zu machen. Weißt du, was ich machen werde mit deinem Chef? Ein blutigen Rosschirm ins Bett, wie bei der Mafia. Du schlägst ihn in sein Schlafzimmer und legst ihm einen blutigen Rosschirm ins Bett. Denkst du, dass sich da auch Zuschauer ein bisschen wiederfinden im Georg, die auch mal irgendwie einen schlechten Tag auf der Arbeit haben und denken, oh, ich würde auch mal gerne das Auto vom Chef zerkratzen? Ja, ja, natürlich. Es gibt eine geheime Sehnsucht von uns allen, uns ein bisschen krimineller zu verhalten, als wir sind. Man sieht ja, wie die Leute Auto fahren. Ja? Da lassen sie dann Aggressionen raus, die sie im täglichen Leben überhaupt nie rauslassen würden. Ja. Wenn man die Namen draufschreiben würde auf die Autos, würden die Leute viel höflicher sein im Autoverkehr. Als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur war das für dich auch manchmal so ein bisschen Überforderung. Hattest du da wen, der noch mit drauf geguckt hat? Im Endeffekt war es so, dass ich das ganze Team dazu aufgefordert habe, mir immer ihre Meinung zu sagen. Es gibt tatsächlich zum Beispiel eine Szene, wo Jörg Hartmann und Dennis Muschito vor der Jagdhütte sitzen. Mhm. Da waren wir am Vortag mit der Probe zufrieden, aber ich habe gefunden, der Dialog ist irgendwie nicht so gut. Und dann sind wir beim Abendessen gesessen und haben miteinander dann noch einen anderen Dialog entwickelt, der jetzt im Film ist. Da gibt es ja noch die andere Szene, wo du nur in Unterhose da sitzt. Wie lange warst du danach krank? Überhaupt nicht. Wenn der Körper weiß, er muss jetzt drei Tage nackt durch den Schnee laufen, ich glaube, da bereitet er sich irgendwie innerlich vor. Okay. Und erkältet sich nicht. Warum hast du den Film Wilde Maus genannt? Warum passt das so gut? Achterbahn ist eigentlich gut. Achterbahn kommt im Film sehr gut, wenn man mit der Kamera drinnen sitzt und rumfährt. Das sind schöne Bilder, bewegte Bilder. Ja. Und dann habe ich gelesen Die Wilde Maus und habe mir gedacht, Wilde Maus ist eigentlich ein guter Titel. Erstens mal gefallen mir Tiere in Filmtiteln gerne. Und zweitens ist der Held, und den ich spiele, also der Georg, ist ein bisschen sowas wie eine wilde Maus, habe ich mir gedacht. Das passt. Jahrmarkt ist jetzt ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich einen kleinen Automaten vorbereitet für dich. Und zwar ist das unser Überraschungsautomat. Da kannst du dir jetzt eine Überraschungsfrage angeln. Du darfst es aufmachen, ja. Und bekommst erstmal eine Süßigkeit. Ah. Oh, bei einem Center Shock, da musst du aufpassen. Das sind wie ein Glückskeks. Kennst du die? Die sind ganz schön sauer. Ja, ja. Die hebe ich mir auf, wenn ich ein bisschen müde werde heute und wach werden muss. Ja. So. Der Film Wilde Maus gewinnt den Berlinale-Film. Halte eine kleine Dankesrede. Genau, einmal in die Kamera bitte. Also natürlich ist das eine große Ehre, aber auch eine völlige Überschätzung meiner Person. Es ist auch künstlerisch ganz schädlich, weil ich habe meinen ersten Film gemacht und muss noch ganz viel lernen. Generell sind Ehrungen für einzelne Personen im Film vollkommen falsch. Es sollte da eine Mannschaft stehen und es sollte Konfetti regnen und die sollten irgendeinen Pokal in die Luft halten und springen, so wie beim Fußball. Das wäre eigentlich die einzig adäquate Form, einen Filmpreis zu verleihen. Super, danke schön. Das ist auch drin. Ja, das sind Beeren wegen Berlinale. Ah, clever. So, reicht das? Ja. Und da ist jetzt eine Frage drin. Genau, und die musst du dann beantworten. Ah, wie war es mit Josef Hader als Regisseur zu arbeiten? Genau. Das ist eine sehr schöne Frage. Das Tolle an Josef ist, dass er ein Regisseur, da er selber auch spielt, ein Regisseur auf Augenhöhe ist und der einem viel Freiräume lässt. Und wir haben abends zusammen bei einem Bier gesessen, haben geredet und ich konnte sehr viel mit einbringen für die Figur, die ich da gespielt habe. So.
Welche Bedeutung hat das Thema Musik im Film? Durchaus eine große. Josef hat das ganz schlau gemacht, dass er eigentlich nur Musik verwendet hat, die tatsächlich im Film vorkommt. Also es gibt in dem Sinn keinen Score, sondern wenn er dann in einem Konzert sitzt, dann gibt es genau die Musik. Und es ist ganz toll, weil dadurch auch nichts so überdeckt wird, sondern es kann alles so für sich stehen.